Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Mein Name ist Marco Hagemann und zusammen mit dem Top-Experten Hansi Küpper werde ich Sie heute durch das Spiel begleiten. Ich sag das mal ohne Umschweife. Ich glaube, wir alle, du, die Zuschauer und ich, wir werden heute hier ein tolles Spiel erleben. Eine Frage habe ich noch an den Mann mit der großen Fußballerfahrung. Wer ist für dich der potenzielle Schlüsselspieler dieser Partie? Ich sage einfach mal nur, super Solo, sensationelle Technik, Abschlussstärke. Neymar wird der Mann dieser Partie. Ja, das stimmt, an ihm führt kein Weg vorbei. Er wird alles versuchen, um hier richtig aufzudrehen. Van der Wiel. Bislang ist noch nichts Aufregendes passiert. Er rutscht voll rein. Da kann er sich lösen. Messi war eigentlich schon fast durch und ist dann im letzten Moment doch noch gescheitert. Da war er ganz auf sich allein gestellt gegen eine gegnerische Übermacht. Vielleicht war in dieser Situation wirklich nicht mehr drin. Bale. Stark reingegangen und alles mit fairen Mitteln. Heiliger Himmel, das habe ich selten erlebt. Es steht immer noch 0-0, aber was viel schlimmer ist, man hat den Eindruck, beide Mannschaften haben eine regelrechte Torschussallergie. Und schon wieder Einwurf. Und erneut Einwurf. Standards haben Sie richtig gut einstudiert und Sie wissen ganz genau, auf den müssen Sie aufpassen. Gut aufgepasst, das war notwendig. Hier ist Neymar. Da rollt der Ball über die Linie und was das heißt, ist doch klar. Einwurf. Gut aus. Messi. Pogba. Bale. Der kommt richtig lang. Knappe halbe Stunde gespielt. Neymar. Er steckt ihn durch. Jetzt vielleicht die Chance. Neymar! Das kann man sich doch angucken hier. Er versucht den Ball knapp in die Ecke zu legen. Ich glaube nicht, dass der Torwart rangekommen wäre. Muss er aber auch nicht. Der Ball geht daneben. Bale. Van der Wiel. Ist der Tempomacher auf der rechten Flanke. Messi. Jerome Boateng. Langer Ball in den freien Raum. Macht er den? Cristiano Ronaldo. Die Mehrheit der Keeper hätte diesen Ball nicht gehalten, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit. Versucht ihn da durchzuspielen. Nur noch 5 Minuten bis zur Pause. Gut unterbunden, den Ballvortrag.
Sie haben den Fehler des Gegners erzwungen, bevor es überhaupt brenzlig werden konnte. Ein langer Ball über die Abwehr. Und der Assistent hat die Abseitsstellung gesehen. Er versucht, ihn reinzuspielen, aber das war nicht gut abgestimmt. Ob den jemand bekommt? Der Torwart ist da. Pogba. Der Halbzeitpfiff des Schiris bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Keine Tore bis hierhin, 0:0. Warten wir ab, was uns in den zweiten 45 Minuten erwartet. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Die Teams gehen mit einem 0:0 in die zweite Spielhälfte. Versucht die Gasse zu finden. Van der Wiel haut ihn nach vorne. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Ibrahimovic. Ein Pass auf den Flügel. Er läuft da sehr schön mit zurück. Gute Defensivarbeit. Wenn der Gegner den Ball hat, dann sollt ihr 11 Abwehrspieler sein. Er hat's verinnerlicht. Chance zu flanken. Der Ball kommt zurück an die Strafraumgrenze. Spielt den Ball nach rechts. Er versucht einen Lupfer. Vidal. Gefahr vorerst gebannt. Da wird er abgerollt. Könnte was gehen. Hartes Tackling, aber alles regulär. Ja, das macht er gut. Mit sehr viel Routine, ganz abgebrüht. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ball halten sie gut, aber Produktives kommt dabei nicht viel raus. 0:0 und noch ist Zeit, das Ding für sich zu entscheiden. Ibrahimovic. Köln könnte sich überlegen, einen neuen Mann zu bringen. Zweimal dürfte man ja noch wechseln. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Langer Abschlag vom Keeper. Ibrahimovic. Durch die Abwehr. Oh je, die stehen da hinten aber mit sehr viel Gottvertrauen.
aber der wird nicht ankommen. Thiago Silva, sie schlagen ihn nach vorn. Och bitte, so doch nicht. Walcott. Der Ball kommt durch. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Das Ding will einfach nicht rein, aber der Abpfiff ist noch nicht ertönt. Wir haben noch Hoffnung. Köln hatte hier viel Glück. Da wäre eigentlich ein Tor fällig gewesen. Hier brennt die Luft und die gegnerische Abwehr versucht zu retten, was zu retten ist. Pogba, er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Der Pfosten rettet den Tor. Überragend von Ibrahimovic. Überragend von Ibrahimovic. So kennen wir ihn. Er ist der Mann für die entscheidenden Tore. Und das hat er hier wieder mal bewiesen. Und diese Einladung konnten sie natürlich nicht ausschlagen. Ibrahimovic völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch. So wie in dieser Situation. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Der einzige wirkliche Abwehrfehler wurde gnadenlos bestraft. Aber so ist das nun mal im Fußball. Das haben sie sich natürlich ganz anders vorgestellt. Das, was heute passiert ist, das müssen sie jetzt irgendwie wegstecken.